Hallöchen zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. So, wir nähern uns langsam in der Folge 150. Wahnsinn, krass, wie die Zeit vergeht. So, kam mir noch gar nicht so lange vor. Jetzt schon wieder 50 Tage her, seit ich die 100 erreicht habe, fast. Naja, gut. So, also wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Gestern, um genau zu sein. Wir waren am Ausräumen. So, der hat noch Gammelfleisch. Pass auf. Pfeile hat er auch noch. Die kann er von mir aus auch behalten. Kann ich die stacken? Nein, die sind wieder nicht stackbar, die Pfeile. So, ich habe wieder 10 Pfeile, Gott sei Dank. Tipptopp. So, mein Lieber, pass auf, die anderen Pfeile stopfe ich jetzt auch mal da hinten in die Werkbank, damit ich sie hoffentlich wieder finde, wenn ich sie brauche dann irgendwann. So, die können alle mal weg. Die 100 brauche ich eigentlich nicht. Können wir uns ruhig mal ein bisschen leichter machen. Das kann auch hier rennen und die kann auch hier rein. Obwohl, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Falls die S-Plus mal flöten gehen sollte, mache ich sie lieber in die normale Werkbank. So, genau. Alle Klärchen. So, die Ölpumpe werden wir jetzt aufstellen. Wir haben in der letzten Folge haben wir tatsächlich eine Ölquelle da hinten irgendwo gefunden. Die suche ich jetzt nochmal. Die suche ich jetzt nochmal und dann kommen wir da hinten immer schön an Öl ran. So, mein Großer, du fliegst jetzt mal kurz da hoch. So. Tada. So, dann gehen wir mal irgendeinen Argentavis mitnehmen. So, warte mal, welchen, wo ist er denn? Hallo? Mir fehlt ein Argentavis. Wo ist Horus? Ach, da unten sitzt er. Ja, super, ist mir umsonst da hochgeflogen. Okay, dann. So, warte mal, du bist der Schwarze, ne? Oder die Schwarze. Jo, dann nimm mir dich mit, ne? Kommst du auch mal ein bisschen zum Einsatz hier. Na, Draco, alles cool? So, suchen wir mal eben schnell die Ölquelle wieder und platzieren da mal die Ölpumpe. Damit wir hier immer schön an Öl rankommen. Dann werden wir noch eine Runde Metallfarmen gehen. Der Dödi hängt immer noch hier in der Luft. Jetzt, wo war das? Jetzt geht's wieder los. So, jetzt müssen wir wieder alles suchen hier. Oh, was ist das? Ein Mammut. Ein Mammut? Mei, der ist ein mürrischer Mammut. Jo. Ha, schön. Also ich bin echt überrascht, wie gut das mit Shadowplay hier läuft. Die Aufnahmen werden alle wieder schön synchron. Das ist tipptopp. Und ich habe schon wieder vergessen, die Uhr anzuschalten. Einen Moment. Das ist natürlich der Nachteil, dass ich jetzt nicht mehr sehe, wie lange ich schon aufnehme. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank Smartphones mit Stoppuhren. Ein Wunder der Technik, Smartphones. So, jetzt die Frage. Wo haben wir das letzte Mal den Ölstein entdeckt? War das nicht hier hinten oder war das woanders jetzt wieder? Jetzt, ich um meine Orientierung hier. Jetzt hat das Spiel schon eine viel bessere Grafik als vorher und ich finde trotzdem nichts. Wahrscheinlich genau deswegen. Ich bin das Matschige gewöhnt. So. Ah, guck mal, ein Berle. So, ich habe den Ingame-Sound mal noch ein bisschen leiser gedreht. Weil ich den Eindruck hatte, er ist etwas zu laut. Ich hoffe, jetzt passt's. Ansonsten muss ich halt nochmal nachstellen. So. Ihr dürft mir auch ruhig mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht mal im Hintergrund ein bisschen Musik laufen lassen soll. Das Ganze vielleicht mal ein bisschen idyllischer wird. Ja, nee, kannst du behalten. Den wollen wir nicht. So einfach so als kleine musikalische Untermalung. Oder ob ich es einfach so lassen soll. Dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dürft ihr sowieso gern generell in die Kommentare schreiben. Könnt mir immer gerne Hallo da lassen. Und ich weiß, wer so da ist, wer zuguckt. Wer Spaß dran hat, würde mich auf jeden Fall freuen. So ein kleines Hallo mal. So ein kleines Hallo von euch zu hören. So. Jetzt, wo war der Ölstein? Ich habe ihn doch das letzte.
Moment. Wo willst du hin? Wo willst du hin, mein Freund? Ach, ist auch noch ein 50er. So, den hatten wir doch irgendwo hier am... Oh, jetzt geht das wieder los, so ich und meine Sucherei, du. Ich habe auch den Eindruck irgendwie, dass es jetzt heller ist, seit da irgendwie an der Grafik was gemacht wurde. Ich weiß zwar immer noch nicht, woher es kommt. Ich hab da immer noch GeForce Experience in Verdacht, dass das was umgestellt hat. Das passt ja die Grafikeinstellung irgendwie automatisch an, sobald das installiert ist oder sobald das aktiv ist. Und offenbar hat es tatsächlich was gemacht. Sieht auf jeden Fall gut aus, muss ich echt sagen. Auch wenn ich jetzt nur wieder nur bei 50 FPS rumdümpel. Aber dafür läuft es extrem gut und sieht echt extrem gut aus. Muss ich auf jeden Fall mal sagen. Da bereue ich ja schon fast, dass ich es nicht schon früher benutzt habe. Oh nein. Jetzt habe ich überhaupt nicht auf die Ausdauer geachtet, vor lauter Quatschen. Hast du überhaupt was zu fressen dabei? Nee, natürlich nicht. Sollten wir vielleicht mal was platt machen. Kannst du gleich noch ein bisschen leveln. Irgendwo habe ich noch gerade... Ja, guck mal, da sitzt jetzt noch ein Para. Ein Paraseer. Was für ein Level hat der? Was? Nicht pfeifen. Versucht mit mir zu quatschen. 95. Okay, dann töte ich dich mal nicht. So. Nee, der Ölstein, der war weiter hinten. Der war weiter hinten. Und der war auch mehr im Schnee. Der war nicht hier direkt am Rand, glaube ich. Auf jeden Fall war er irgendwo. Da sitzt wieder der Wolf. Der Lone Wolf. Oh, Schnecke. Ja, genau. Da fällt mir gerade wieder ein. Kuchen. Gemüsekuchen wollten wir auch noch machen. Schon seit Ewigkeiten. So, sage mal. Das ist hier aber auch ein Gestrüpp hier. Vorhin habe ich den so schön erkannt und jetzt... Warte mal, da war doch... Huch! Da sauste mir gerade eine Ameise am Ohr vorbei. So, das war doch hier irgendwo, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Flieg mal ein bisschen höher, damit man es vielleicht besser sieht. Gut, ich suche jetzt hier aber nicht ewig, so in der letzten Folge verzweifelt nach meinem Ketzerl. Das könnt ihr vergessen, dass ich jetzt hier die ganze Zeit hier rumfliege. Ich würde auch mal gerne was anderes machen, als die ganze Zeit nur irgendwas suchen. Wenn wir es jetzt in der Folge nicht finden, dann suche ich offscreen nochmal und schalte dann einfach bei der nächsten Folge zu, wenn ich das Ding gefunden habe tatsächlich. Weil so macht das keinen Spaß. Wenn man hier einfach die ganze Zeit nur rumfliegt und was sucht. Ich meine, die Sucherei bei Ark, die mag ich sowieso nicht so besonders. Ich habe immer gern, wenn ich gleich finde, was ich suche. So. Hier war der Ketzerl. Jetzt finde ich die Stelle wieder, wo der Ketzerl war. Klasse. Jetzt, wo es zu spät ist. Sehr schön. Dafür finde ich jetzt die Ölquelle nicht mehr. Jo. Wunderbar. Oh, der Schnee, der ist so krass hell. Der Schnee ist so krass hell. Oh, die Ausdauer ist schon wieder im Eimer. Boah, das blendet. Das ist richtig, ich muss ja fast die Augen zusammenkneifen. Wenigstens sieht man unseren schwarzen Vogel auf dem Schnee gut. So, meine Liebe. Du hast immer noch nichts zu fressen, ne? Gut, mach ja nichts. Lässt ja deine Stamina auch so auf. So, wo war denn jetzt? Also ich suche jetzt noch ein, zwei Minütchen, fliege ich jetzt noch rum. Dann hat sich das... So, Mensch. Schnecke! Das war ein recht auffälliger Stein, das weiß ich. Der hatte eine ganz andere Farbe. War auch recht gut zu erkennen eigentlich. Ich hätte mir vielleicht mal auch mehr merken sollen, wo das genau war. Aber ich war ja total abgelenkt.
Hier unten saust immer noch eine Schnecke rum. Ja, schon wieder eine, meine ich. Aber hier ist nichts. Nur der Wolf. Den wir jetzt eigentlich mal mitnehmen. Oh, der hält aber was aus hier. So. Kriegst du gleich mal was zu essen. So, ich fürchte, ich werde die Ölquelle jetzt nicht mehr finden hier. Komm, setz dich mal da hin. Das können wir gleich nochmal leveln. Da gehen wir mal auf Schaden. Oh, du wirst auch ein Prachtvogel. Wenn wir dich ein bisschen leveln, wirst du auch ein richtiger Prachtvogel. So, ein Diplo, den brauchen wir nicht. Wir brauchen die Ölquelle, wenn wir sie finden würden. Mal, endlich. So, jetzt hat der Bursche auch mal Fleisch. Oder nee, sie hat jetzt auch mal Fleisch. Ist ja eine sie. Kein er. Ich weiß, es war ein Baum direkt neben dem Stein. So, der Dödi, der hier in der Luft hängt, der könnte mir nicht auch mal sagen, wo ich hin muss. Was sich irgendwann mal wieder entrollt. Oh, diese verdammten Ameisen. Jetzt reicht's. Das zweite Mal. Ich soll vielleicht das Spiel auch mal ein bisschen leiser drehen auf dem Ohr, damit ich mich nicht ganz so erschrecke hier. So, weg mit dir. Da ist ja noch eine. Oh, komm, lande mal. Das dauert mir zu lang hier. So. Junge, Junge. Zu Tode erschreckt von einer verdammten Ameise. Genau, ein Herzkasper hier. Oh, ein roter Lootrop. Da laufen wir mal schnell hin. Hallo, Ölquelle. Oh, du bist ja noch voll weit weg, oder? Ein Kompi. Aber da ist eine Ölquelle. Das ist zwar nicht die, die ich suche, aber... Boah, oh, ich sehe überhaupt nichts. Das ist krass. Das ist nicht die, die ich gesucht habe. Aber hier ist eine. So, weg mit euch. Na, komm ran. Oh, der ist ja auch hübsch da unten. Haben wir es jetzt? Oh je, der braucht noch ein bisschen. Gut, also. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich die andere Ölquelle nochmal schnell finde. Jetzt fliege ich doch wieder länger rum, als ich eigentlich wollte. Aber. Nee, komm. Ich bin eh schon zu lange hier im Rumsausen. Pass auf. So. Ist hier alles sicher? Alles safe? Der hat sogar einen Ring. So, hier haben wir eine Ölquelle. Hä? Oha! Was ist mit dir los? Oh, vielleicht hat er Hunger. Wo bist du denn jetzt? Die sieht man ja überhaupt nicht. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass die Otter Geräusche machen. So, pass auf, jetzt stellen wir hier die Ölquelle hin. Bäm. Jawohl, sehr schön. Tipptopp. So, einen Moment. Ich habe hier ein kleines Fenster hier drin. Das irgendwie weg musste. So, cool. Jetzt ist es noch ein bisschen heller. Wäre, könnte ich hier auch einen schönen Screenshot machen. Ist gerade ein bisschen dunkel. Moment. Ja, ich hoffe, das geht trotzdem. Obwohl, es ist ein bisschen arg dunkel. Arg dunkel. Warte mal, welchen Baum muss ich denn wegmachen, damit ich mal was sehe? Ein bisschen Holz kann sowieso nicht schaden. Warte mal. Komm mal her, bitte. Es war klar.
So, Stroh können wir auch wieder gebrauchen für die Fässer. Deswegen kommt mir das sowieso gerade gelegen hier. So, und? Wird's heller? Jo, ist heller geworden. Bleib sitzen. Ach, das funktioniert ja wieder nicht. Hallo? Kommst du mal her? Du blöder Vogel. Ach, da wäre auch noch eine Ölquelle. Naja, jetzt ist egal. Jetzt ist zu spät. Was hast du jetzt vor? Willst du mich jetzt hier in den Baum reinprügeln oder was? Bleib jetzt mal da sitzen. Kollege. Kollegin. Entschuldige. Meine Güte. So, mach mal kurz hier den Baum weg. So, jetzt haben wir da... Oh. Ich krieg die Motten mit euch. So. Jetzt pass mal auf. Ja, ist immer noch nicht heller. Wo ist denn die Sonne? Ach, da! Der Baum steht hier im Weg. So, kannst du noch? Hast du noch? Ja, okay. Komm, dann nehmen wir den schon auch mit. Den Stroh können wir sowieso gebrauchen. Wie gesagt, ich will die Fässer jetzt mal wieder neu bestücken. So, machst du mir jetzt mal ein bisschen Licht? Jetzt. Naja. Ich schätze mal, besser wird's nicht. Ah, doch, das. Ja, doch, das geht so. Komm. Mal schnell das Overlay aus. Haben wir einen Screenshot gemacht. So. Depp, muss ich nachher nicht nochmal herfliegen, deswegen mache ich das jetzt schnell. So, von der Seite auch nochmal. Zur Sicherheit. Alles klar. So, wieder genug Zeit verplempert hier. Jetzt sausen wir zurück. Okay, es ist gar nicht so weit. Jetzt muss ich mir nur merken, wo das Ding war. Am besten, ich klatsche mir da irgendwo eine Fackel hin. So eine Standfackel. Damit es hier immer schön leuchtet und ich das Ding sofort wiederfinde. So. Was sagt denn, wie viel Gewicht hast denn du? 680, das ist eigentlich ganz okay. Zur Not nehmen wir halt den Ketzerl mit. Das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Wir müssen jetzt unbedingt noch Metall farmen. Weil wenn ich dann anfange... Oh, der Arm, die Arme da unten hat sich komplett verkantet da unten. Die hat sich komplett verkantet da unten. Das ist ja nicht so gut. So. So, mein Lieber. Nee, warte mal. Das kann ich gleich nicht mehr laufen, wenn ich das ganze Zeug jetzt reinnehme. Ja, eben. Ich habe nämlich keinen Strom mehr. Ich habe zwar einen Haufen Fasern, aber keinen Strom mehr. Deswegen kam mir das gerade sehr gelegen mit den Bäumen. So, das... War ja klar. War ja klar. Wieso mache ich das eigentlich immer so umständlich? Wieso mache ich das eigentlich auch immer so umständlich? Komm, gib mal her. Irgendwo Holz. Argentavis. Pull. Zack. Viel besser. So, hier haben wir noch einen astreinen Spino-Sattel. Den würde ich gerne craften, tatsächlich. Craften in Werkbank. Gucken, haben wir dazu wirklich das Material dafür? Nein. Ich muss sowieso in die andere Werkbank, die nicht genug Platz hat. Wie sieht's denn aus? Geht's hier? Oh! Heiland, zack, so viel Leder habe ich ja überhaupt nicht. Alles klar. Alles klar, den Spinosattel, den machen wir uns irgendwann mal. So, jetzt kann ich das noch weg, das noch weg. Komm, das packe ich jetzt auch mal da rein, die Knifte auch. Obwohl, nee, die packe ich mal besser. Nee. Die packe ich mal besser hier rein. So. Wie sieht's aus, bist du jetzt leer? Fast. So, dann schnappen wir uns schnell einen Ankylo und den Quetzal. Quetzal, wie auch immer man ihn nennen möchte. Jetzt wäre der Plattformsattel nicht schlecht. Und wo ist der überhaupt? Da oben. Wie sieht's aus? Du hast so viel Gewicht und du hast... Ist auch nicht besser. Ist auch nicht besser. Okay. So, dann gehen wir jetzt noch auf Metallfarm.
Weil ich würde mir tatsächlich gerne jetzt langsam mal den Schmelzofen bauen. Den Industrieschmelzofen, damit wir hier mal noch mehr und noch schneller an Metall rankommen. Ui, so klappt das jetzt? Kriegen wir das jetzt hin? Ja. Na, Rexina, dir geht's auch gut. Ich will's hoffen zumindest. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern, aber wie gesagt, Farben muss auch mal sein, ne? So, da hinten haben wir noch eine schöne Metallader. Da sausen wir jetzt mal eben hin. Na gut, von sausen kann hier nicht die Rede sein. Aber das sieht gut aus. Hier können wir ordentlich was abstauben. So. Hier können wir ordentlich was abstauben. Ah ja, guck mal. So, direkt auf Gewicht. Na komm. Ja, ist gut, ist gut. Weiter geht's. Ah ja. So, das machen wir jetzt mit dir hier gleich auch mal. Und zack, zack. Metall. Da kannst du das alles tragen. Jo. Aber sowas von. Geil. Können wir ja gleich weitermachen. Bam, 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 bam. Da ist er wieder überladen, der Bursche. Jetzt mal gucken. Jetzt kriegt er das auch noch. Ah ja, guck mal. Da geht noch was. Da geht noch was. So, Metall, Metall, Metall. Das müssen wir noch finden. Hier. Pull. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich wusste doch, es war eine gute Idee, sich jetzt mal langsam einen Kürzeren zu schaffen. Was ist jetzt das Metall? Ach, die Steine. Achso, komm, ciao. Die Steine nehmen dir einen Haufen Gewicht weg. Ja, war auf jeden Fall eine gute Idee. Weil die Viecher können halt doch ziemlich viel tragen. So, jetzt haust du das alles auch noch weg. So, den Stein kannst du wieder wegschmeißen. So, jetzt mal gucken. Dann musst du... Geht mal lieber auf Gewicht vorsichtshalber, weil den Ankylo muss er jetzt auch noch tragen. So, ich meine, zum Kämpfen benutze ich den jetzt, werde ich den eh nicht großartig benutzen. Deswegen braucht er nicht so viel Schaden. Geht das? Jawohl, das geht. Sind wir zwar ein bisschen langsam unterwegs, aber auch langsam kommt man ans Ziel, ne? Ja, in aller Gemütlichkeit fliegt er hier rum, der Bursche. Guck ihn dir an. Ja, du bist ein tolles Tierchen, ne? Oh, das sieht gut aus. Schönes Bild. Alles klar. Vollgas. Dann schmelzen wir das Metall durch. Und dann müssten wir hoffentlich bald die ganzen Materialien für den Schmelzofen haben. Ich hoffe es zumindest. So, einmal landen. Hast jetzt den Spike aus Versehen aufgehoben. Sieht ganz so aus. So, die sind aus. Warum sind die aus? Die sind alle aus, ne? Habe ich hier zu viel gerade noch Holz parat? Nein. Ah, warte mal. Ich kann jetzt hier erstmal das Öl. Das nehme ich raus. Das nehme ich auch alles raus. Das auch. Aber den einen Metallklumpen hätte ich drin lassen können, die Vogel. So, dich mache ich mal aus. So, du kriegst jetzt noch das hier. Das Öl, das stopfe ich jetzt erstmal hier rein. Das Benzin auch. Und das auch, so. So, meine Lieben, jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir hier mal ins Inventar, was jetzt allerdings nicht funktioniert, weil ich nichts zum Anklicken habe. Ist natürlich super. Oh ja, gut. Gut, gut, gut. Der kriegt ja ein bisschen was getragen, der Bursche. So, machen wir mal überall ein Metall rein. Ich hätte das gerne ordentlich, deswegen
Nur eins. So. Weil dummerweise, wenn man hier nichts zum Anklicken hat, funktioniert das mit dem Ziehen nicht so. Holz. Wie viel Holz haben wir noch? Crafting Station, da haben wir ein bisschen was. Ich ziehe mir jetzt mal 200 Pull. Dann. So, und dann ziehen wir uns noch Metall. Wie viel haben wir? Oh, das ist gut. Da ziehen wir uns mal 500 Pull. So, hier machen wir jetzt dasselbe Spiel. Zack. Holz, wahrscheinlich wird es gar nicht reichen. Bibi, gib mal 200. Pull. Und Metall. 500. Pull. Zack, warte mal. So, fangen wir direkt mal an. Zack. So, Holz. 200. Zack. Und Metall. 500. Pull. Dann schmeißt den Ofen an. So, als anklicken nicht vergessen. So, gibt man noch 200 Holz. Was waren das? 200 wollte ich. Metall. Werkbank. Wo ist das Zeug, was ich mit dem Tag habe? Egal. 500. Pull. Dann. Und anschmeißen. So, und hier machen wir das gleiche Spiel nochmal. Dann haben wir es endlich geschafft. Holz. Die hat immer noch genug. So mag ich das. Metall. Auch ebenfalls 500. Pull. Und los geht's. So. Es müsste jetzt eine ordentliche Menge Metall geben. Den Rest schmeißen wir auch rein. So. Komm, wir ziehen einfach gleich alles rein. Dann haben wir es gemacht. Wie viel hast du jetzt noch? Da nimmst du alles. Das ist halt ein bisschen ungleichmäßig, aber das ist ja egal. Du hast noch... Oh ja, wunderbar. Dann nehmen wir genau die Hälfte. 240. Pull. Jawohl. Und da noch den Rest. Und dann haben wir es. Metall. Quetzal. Alles. Dann. Sehr schön. Wunderbar. Was sagt die Uhr? Nur sogar noch Mittag. Wir haben noch... Kollege? Bist du ein Zauberquetzal? Ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst. Schweben kannst. Ohne die Flügel. Ohne Flügel. Da ist auch runtergefallen. So, lande mal da. So, hier ist noch ein bisschen Kacke. Können wir gleich noch in die Käfer stopfen. Was trinken könnte ich auch mal bei Gelegenheit. Aber wenn ich jetzt sowieso da oben reinrenne, kann ich auch mal was trinken. Was ist mit dir? Du hängst so komisch da. So, ja, komm, trink mal was. Jo, perfekt. So, meine Lieben. Jetzt. Was sagt die Uhr? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich wollte die Folgen nicht mehr unbedingt nur auf 20 bis 25 Minuten lassen. Ich mache, wie gesagt, ich mache jetzt einfach so in Zukunft, wie ich gerade Bock habe. So, ich würde gerne mal den Spino da unten befreien. Das würde ich gerne mal tatsächlich tun. Da tut mir der unten ziemlich leid, wie er da unten festhängt. Komm mal mit, mein Vogel. Das würde ich jetzt gerne mal gemacht kriegen hier, damit der mal wieder frei rumlaufen kann. So, halt. Nee. Lande mal da auf dem kleinen Felsen hier. Wunderbar. Ja, ich komme ja schon. Wo ist dein Sattel? Hier. Oh, guck mal. Hier und gleich mal Schaden. So, komm, ich helfe dir mal. Ja, wenn du aufhörst, dich zu freuen, dann kann ich dich auch befreien. So, jetzt pass mal auf. So. Meine Güte, hast du einen Wendekreis. So, Sattel ziehen wir dir wieder ab. Oh, und hast du einen Haufen Leder. Gib mal her. Und Fleisch hast du auch einen Haufen. Gucken wir das. So, Achtung, darf ich mal? Danke, Achtung. Jawohl. So, Vögelsche, hol mich mal bitte ab. Keine Lust, so weit zu laufen jetzt. Kommst du? Hallo?
Ja, da kommt er ja. Hallo. Komm ran. Jawohl. So. Also jetzt muss ich dich wieder auf Endfolgen machen. Veralten. Folgen deaktivieren. Okay, wenn er meint. Wenn er meint. Sieht irgendwie cool aus, oder? Als würde man gerade irgendwo im Weltall rumfliegen. Wenn es noch dunkel wäre, wäre es noch keiner. So. So, lass mal reingucken. Herstellung. Das ist das im S-Plus-Dingens, genau. So, mal gucken. Wir brauchen noch 111 Polymer. Und, nochmal, warte. Wow. Und 1400 Metallbarren. Fast 1500. Um Himmels Willen. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz. Verbundmaterial. Polymer. Was brauchen wir denn? Okay, ein Obsidian. Ich habe irgendwo Obsidian rumfahren. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wo. Irgendwo habe ich Obsidian rumfahren. Hier ist Öl. Ich muss mal unbedingt... bei Gelegenheit unbedingt mal sortieren hier. Das heißt, wir müssen noch Obsidian farmen, damit wir hier... Nee, da im Kühlschrank bestimmt nicht. Junge, im Kühlschrank bestimmt nicht. So, pass mal auf. Ich mache das ganz einfach mal so, ne? Obsidian. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Obsidian. 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 Hm. Organisches Polymer. Da habe ich noch 200 an der Crafting Station. Ah, warte mal. Cool. Okay, das vergammelt ja vorzu. Einmal vergammelt das langsam, wenn ich ins Kühlschrank. Das in den Kühlschrank packe. Jo, tatsächlich, dann lasse ich das da mal drin. Dann haben wir genug Polymer. Dann fehlt tatsächlich nur noch Metall. Dann können wir das Ding schon bauen. Kristall. Habe ich genug Kristall? Wo habe ich den Kristall? Sag mal. Kristall, Kristall, Kristall. Im Schrank habe ich so viele. Ja, guck mal. Nicht schlecht. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Aber wir haben sie. Gut, dann fehlt nur noch das Metallgelumpe. Dann können wir die Werkbank, den Schmelzofen basteln. Ja, okay, das kann auch eine Weile dauern. Aber sobald wir das Ding haben, dann geht's ratzfatz. Dann kriegen wir ja ratzfatz Metall durchgezimmert. Und können dann auch ganz gemütlich langsam uns an die neue Basis machen, die ich aus Metall bauen wollte. Das Leder kannst du auch mal hier rein tun. So, warte mal, komm, wir ziehen uns gleich mal die Metallbarren rüber. Metallbarren. Zack, 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 zack. Kommt jetzt das Mithy, nehmen wir auch mal hier rüber. Zack. Dann haben wir jetzt 1065, genau. Und wir brauchen 2500. Naja, fehlen noch 1424, alles klar. Und nochmal 100 irgendwas Polymer. Die kriegen wir aber auch noch. Gar kein Problem. Gut, meine Lieben, dann mache ich jetzt an der Stelle tatsächlich doch wieder Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in alter Frische. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann.